Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Goldene Edition Heart Gold. Wo sind wir eigentlich? Habe ich auch schon ein bisschen länger nicht mehr aufgenommen. Kurzer Moment, Pokécom. Zack. Karte. Wir sind auf. Ja, bei der Dunkelhöhle halt. Auf dem Weg nach Viola City, wo sich die erste Arena befindet. Ja. Das war die Kurzfassung. Ja. Würde ich sagen, weiter geht's. So, eine Aprikoko Switz. Würde mich echt interessieren, was die mit der Zeit gemacht haben, die sie sich beim Kürzen von Schwarz, Blau, Rot und so gespart haben. Aber Pokéball kürzt man nicht ab. Ah, lol. Johnny rülpst ein kleines Feuerbällchen. Und du willst kämpfen? Lass uns kämpfen. Gerne. Ich werde dich killen. Käfersammler Greg. Und du auch. Und du. Tschüss. Und du. Viermal Raupi. Bisschen lame der Trainer hier. Okay. Gut. Dann durchs Gras und was finden wir? Ein Safcon. So, dann. Ich habe in der Dunkelhöhle ein tolles Pokémon gefangen. Ich werde es trainieren und später damit gegen Falk, den Arena-Leiter von Viola City, anzutreten. Ah ja, Falk hieß der. Der kämpft mit Flug-Pokémon. Oh Julian, du bist echt schnell. Du hast mich in Windeseile überholt. In Ordnung, Julian, dafür bekommst du jetzt was von mir. Hier. Die Kampfkamera, die Fighting Cam. Diese Kampfkamera ermöglicht es dir, den Verlauf von Pokémon-Kämpfen zu dokumentieren. So, ich gehe schon mal weiter. Nicht nochmal überholst du mich nicht. Auf geht's, Meryl. Ich glaube schon, dass ich dich überholen werde. Jetzt gehen wir erstmal ins Pokémon-Center und dann wird die Stadt besichtigt. Gut, ja. Alita, ich die Pokémon-Fan kenne mich bereits aus meiner Sendung auf dem Lehrkanal. Castor lautet mein Name. Heute mache ich eine Umfrage, wie mich mein Publikum war. Und machst du mit? Ja, von mir aus. Feuerriegel und Taubsi. Okay. Feuerriegel, Taubsi. Echt so wirklich auf dich? Wenn man wissen, wie man auf andere wirkt, ist man immer auf die Meinung der Leute um einen herum angewiesen. Na gut, und was sagst du zu meiner heutigen Stimmung?
Connection und achtlos. Connection achtlos. Ach was, findest du wirklich? Dann muss ich mich wohl in Zukunft einfach noch mehr ins Zeug legen. Deine Meinung ist mir sehr wichtig. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Deine Antworten haben mir ein paar wichtige Anregungen gegeben. Vergiss nicht, meine Sendung anzusehen. Ein Kerl namens Bill hat das Pokémon-Lagerungssystem für den PC erfunden. Du kannst über diesen PC bei der Theke auf das Pokémon-Lagerungssystem zugreifen. Probier's doch einfach mal. Ja, ich weiß. Sag mal, verrätst du mir, welcher Art Trainer du am meisten magst? Also, welcher Art Trainer hat es dir angetan? Käfersammler, da weiß ich, mit was ich dagegen tun muss. Käfersammler, also, ist das deine letzte Antwort? Ja. Klar, wenn du so ein großer Fan des Trainertyps Käfersammler bist, sieht dich die Welt wahrscheinlich auch als Käfersammler. In Ordnung, wenn du mir etwas Neues über deinen Geschmack in Sachen Trainer erzählen möchtest, sprich mich doch einfach wieder an. What the fuck? Pokémon sind sehr clevere Lebewesen. Wenn du das Pokémon eines anderen Trainers in dein Team ausnimmst, wird es dir oft nicht gehorchen. Und wenn dir ein bestimmter Orden fehlt, missachten besonders Pokémon, der hier ein Level, der so hoch ist, oft deine Befehle. 3 Jahre sind nun schon vergangen. Damals brauchte es eine Bande namens Team Rocket, Pokémon und jede Menge schlimme Sachen anzustellen. Aber das Gute siegt immer über das Böse. Ein kleiner Junge zwang diese Bande heldenhaft in die Knie. Ja, gut, okay, interessant, guter Deutsch. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Bärenführstücke. Hallo, komm ruhig näher. Bei mir kannst du Stücke gegen Bären tauschen. Wenn du irgendwelche Stücke dabei haben solltest, kannst du sie bei mir gegen 3 Bären pro Exemplar eintauschen. Das ist fast geschenkt, sage ich dir. Nein, danke. In dieser Gegend achten die Leute sehr darauf, das alte Stadtbild zu bewahren. Die Farben der Dächer des Pokémon-Supermarkts und des Pokémon-Centers wurden ja extra dezent gehalten, damit sie nicht zu sehr herausstechen. Okay. Er erzählt sich nachts, wenn Geister durch den Knorfensatrum spuken. Angeblich zeigen Attacken des Typs normal keinerlei Wirkung bei ihnen. Joa. Hey, bist du ein Pokémon-Trainer? Schlägst du den hiesigen Arena-Leiter, darfst du dich bald zur Elite zählen? Ja, da ist die Arena. Falk, der Leiter der Pokémon-Arena von Viola City, ist ein großartiger Trainer. Er ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten und leitet die Arena hier mit sehr viel Können. Hallo, bist du ein Trainer? Hast du gewonnen in den Kampf gegen den Arena-Leiter? Noch nicht. Wirklich? Das ist nur... Da hilft nur die Training. Folge mir, d'accord. Alter, ich will dir nicht folgen. Ich will das nicht. Nein! Ich bin ihr die Lehrer. Du solltest machen die Training, ihr. Danke. Nein, danke. Also wir gehen da schon noch rein, aber nicht jetzt. Erstmal die Stadt von außen erkunden. In bestimmte Gebäuden oder Höhlen sowie Orte, an denen sich sehr viele Menschen aufhalten, darfst du dein Pokémon nicht mitnehmen, ohne es in einem Pokéball verstaut zu haben. Okay. Was haben wir hier? Ein Aprikokobaum. Eine Aprikokoglip. Ein Buchstabe haben sie sich erspart. Gratuliere. Das ist echt... Ah, da geht's weiter, Route 32. Man erzählt sich nach... Ja, also mit der... Die habe ich schon... Ja. Dann beginnen wir die Gebäude zu besichtigen. Wir beginnen hier. Ich sammle Pokémon, sag mal, hast du vielleicht einen Knuffenser? Nein, habe ich nicht. Du willst das nicht tauschen? Zu dumm. Pokémon, die im Tausch mit anderen Teilen erhalten hast, lassen sich schneller und leichter trainieren. Aber wenn du nicht den richtigen Ort besitzt, gehorchen sie dir nicht. Blöd. Dann geht's jetzt in die Pokémon-Schule. Der Lehrer sagt, die Pokémon verfügen auch über Spezialfähigkeiten. Offenbar entscheidet die Art des Pokémon darüber, welche genau. Es soll viele Spezialfähigkeiten geben, die im Kampf sehr hilfreich sind. Ich habe mein bestes Pokémon mit dem Typen neben mir getauscht.
Na nur, ich habe ein Pokémon geschickt bekommen, das ein Item bei sich trägt. Heda, ich weiß, es kommt jetzt ein bisschen plötzlich, aber hast du nicht Interesse an einer Gruppe? In einer Gruppe kannst du dich mit einer Messung viel Spaß haben. Nun, was meinst du? Okay. Ja, cool. Und wie soll deine Gruppe heißen? Kann ich Cola suchen? Geht das? Cola. S-Truppe von mir aus, okay. Cola S-Truppe. Cola S-Truppe, ja, toller Name. Leiter ist du und ich hoffe, die Gruppe bekommt viele Mitglieder. What the fuck? Ich schreibe immer mit, was der Lehrer sagt, damit ich es später lernen kann. Besser, ich schreibe auch alles von der Tafel ab. Es gibt Bären, mit deren Hilfe sich Pokémon heilen können. Du musst sie ihnen nur geben. Es gibt außerdem noch viele andere Items, die man Pokémon geben kann. Es ist nicht leicht, an so vielen Notizen nicht den Überblick zu verlieren. Er lautet mein Name. Pokémon sind wunderbar. Ui. Ich werde dir viele Lektionen erteilen, für zu werden eine bessere Trainer. Was möchtest du wissen? Soll ich dir erklären, wie man wird stark? Nein. Du möchtest also wissen, wie man trainiert Pokémon auf die Art und Weise. Ist das... Die ist richtig? Nein. Soll ich dir nun beibringen, die... Nein! Oh, du bist eine schlaue Schüler. Ich kann dir nun nichts mehr beibringen. Sei lieb zu deinen Pokémon. Hörst du? Das wollte ich nicht. Hier steht ein Fernseher. Was steht auf der Tafel? Auf der Tafel, aha. Ja, interessiert mich nicht. Kenne ich schon, weiß ich. Und wer es nicht weiß, der wird es im Laufe des Let's Plays noch erfahren. Dann noch hier. Meine Tochter nennt ihre Pokémon nach Sachen, die sie besonders gerne isst. Meine Taube, sie heißt Erdbeere. Oida! Es ist ein fucking Vogel, der Erdbeere heißt. Schande über dich. Du kannst Pokémon auch Items wie Trank oder Gegengift geben, aber offenbar wissen sie mit künstlich hergestellten Items nichts anzufangen. Selbst ein schwaches Pokémon wird mit dem richtigen Training mal stark. Wichtig ist, dass du dem Pokémon viel Zuneigung gibst. Was heißt sogar Zuneigung? Heißt das Zuneigung wie Haustier oder... Okay, lassen wir es. Soll ich dir was verraten? Du kannst Markierungen auf die Karte von einem Pokémon setzen und dir kleine Notizen dazu schreiben, wenn du willst. Ich will auch so einen Pokémon, aber meine Mama will mir keinen kaufen. Echt? Wie? Ach so. Kann ich jetzt, aha. Interesting. Wusste ich jetzt auch noch nicht. Und dann gehen wir noch in den Knopffenserturm. Finde zu dir selbst, indem du hier deine Pokémon trainierst. Die Trägersäule des Turms soll eins aus einem über 30 Meter hohen Knopffenser entstanden sein. Ja. Siehst du, wie sie sich bewegt? Die Mönche scheinen oben mitten im Training zu stecken. Der Knopffenserturm wurde vor langer Zeit als Trainingsstätte für Pokémon errichtet. Leute, die es bis ganz an die Spitze des Turms schaffen, erhalten eine exklusive Attacke. Mal schauen! Ich bin gespannt, wie die Kämpfe hier sind. Weiß ich gar nicht mehr. Wenn der Turm hier Knofenser-Turm heißt, dann werden die, ja, vermutlich mit viel Knofenser kämpfen. Das bedeutet, dass Glut eine sehr gefragte Attacke hier ist. Level 12. Eventuell bekommen wir eine neue Attacke. Nein. Weiser Eckhart. Alter, WhatsApp, Schnauze.
Und das war's. Weiser Eckert, auf Wiedersehen. Gut. Ein Paraheiler. Tauchen eigentlich keine wilden Pokémon auf? Ich dachte, da tauchen auch wilde Pokémon auf. Ach, kein Plan. Ah ja, noch etwas fällt mir ein. Ich wurde nämlich von einem Abonnenten privat darauf hingewiesen, dass ich es unterbinden soll, Floskeln wie schwul, behindert oder so als Synonym für Scheiße zu verwenden. Ich möchte dazu sagen, dass ich das sowieso versuche, allerdings rutscht es mir manchmal raus. Ihr müsst wissen, ich bin, ja, ihr wisst, ich bin Österreicher und ich bin, und es ist irgendwie auch eine Eigenart von mir, beziehungsweise auch als Österreicher einfach so zu reden, wie mir das Maul gewachsen ist. Und dort passiert halt das ab und zu, dass man halt auf einmal Schwuchtel sagt oder behindert oder was weiß ich. Einmal gab es auch einen Rage, wo ich die ganze Zeit Hurensohn gesagt habe. Das probiere ich zu unterbinden. Ist vielleicht ein bisschen lustig, aber dadurch, dass sich manche vielleicht dadurch gekränkt fühlen, probiere ich es zu unterbinden. Kann es allerdings nicht garantieren, dass es nicht mehr passiert. Kann es immer wieder geben, aber ich werde es probieren zu unterbinden. Ja, das mal, was das Thema angeht. So, Rauchwolke braucht kein Mensch. Aber ich danke trotzdem für den Hinweis. Aber wie gesagt, ich probiere es zu unterbinden, aber rutscht da gerne mal raus. X-Treffer. Macht Spaß hier. Weiser Ludger. Tschüss. Und tschüss. Und Knopfenser Nummer 3. Tschüss. Also der Name Knopfenserturm passt ja wie kein anderer. So, was haben wir hier? Ein Radfratz. Da nehme ich mal Ruckzuckhieb. Mit Ruckzuckhieb greift man übrigens immer als erstes an. Und Tackle. So, Trank. Und was willst du? Weiser Detlef. Tschüss. Weiser Lukas. So, Glut.
Und tschüss. Und Johnny entwickelt sich. Glückwunsch, dein Johnny wurde zu Igelava. Joa. Not bad. Lass mich sehen, wie stark der Glaube an die Pokémon ist. Oh! Pokémon ist tatsächlich die einzige Religion, die der man trauen kann. Zumindest kann man denen, kann man dieser Religion mehr trauen als ja, römisch-katholisch. Ciao, ciao. Hut, hut. Ruckzucki. Und Tackle. Und tschüss. Was ist hier los? Deine Macht sucht wahrlich ihresgleichen. Wie vereinbart will ich dir nun diese TM überreichen. Aber du solltest dein Pokémon ein klein wenig besser behandeln. Die Art, wie du kämpfst, ist viel zu verbissen. Pokémon sind schließlich nicht nur zum Kämpfen da. Pah, erst erzählt er mir groß, er sei der Weiseste von allen. Und dann macht er sofort schlapp. Aber was... Aber das war mir von vornherein klar. Ich verliere doch nicht gegen jemanden, der so ein kindisches Zeug erzählt. Man soll seine Pokémon gut behandeln. Puh, für mich zählen nur Pokémon, die starke Siegertypen sind. Allein im Pokémon interessiert mich einen feuchten Kehricht. Joa. Du hast dich wacker geschlagen. Hier im Knuffenzertum erarbeiten sich Pokémon und wünschen eine strahlende gemeinsame Zukunft oder suchen im Training Bestätigung. Ich werde deine letzte Prüfung sein. Erlaube mir, die Freundschaft zwischen dir und deinem Pokémon zu erproben. Ja, ich weiß, dass der Team hier stand, aber ich habe nur ein Pokémon und kein Team. So, Glut. Und ruckzucki. Ja, ja, du und dein Heuler könnt mich mal. Blut, tschüss. Level 15. Und nochmal Knofenser. Glut. Und weißes Tamarek, auf Wiedersehen. Hm, dein Kampfstil lässt wahrlich nichts zu wünschen übrig. Damit brauchst du dich nicht einmal vor Meister Falk zu verstecken. Und jemand wie du weiß sicher auch hier mit richtig umzugehen. Das ist deine TM namens Blitz, sie gehört dir. Wenn du einem deiner Pokémon Blitz beibringst, kannst du damit jeden noch so dunklen Ort erhellen. Du könntest die TM zum Beispiel einem Knofenser beibringen. Was willst du, Greg? Guten Tag, Julian. Greg am Apparat, wie geht's? Eben habe ich ein wildes Knofenser nur mit einem Schlag besiegt. Es ging so hart zu Boden, dass ich fast schon Mitleid hatte. Bis demnächst wieder. Danke für diese Info. Ich werde sie gleich in mein Buch für die Nachwelt eintragen. Ich habe ja vorhin nur 5 Milliarden Knofensers besiegt. So, Fluchtseil, das können wir auch jetzt gut brauchen. Für alle, die nicht wissen, wie Fluchtseil funktioniert, man hat das hier im Itembeutel. Und geht auf Fluchtseil, geht auf Einsetzen und dann passiert Folgendes. Man flüchtet. Wer hätte es gedacht? Und nun gehen wir ins Pokémon Center. Um den Part zu beenden und im nächsten Part machen wir die Arena.
Gut, dann wär's das für diesen Part. Wir machen im nächsten Part dann weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Und ich wünsche euch Tschüss.